Bulletopia wurde auf Twitch demonetarisiert und die Wokisten haben, nachdem das rausgekommen ist, eine wirklich irre Hetzkampagne gestartet, wo sie Bulletopia beispielsweise nachgesagt hätten, er hätte seine Steuerinterview nicht ausgefüllt, seine Steuern nicht bezahlt oder sonstigen Schwachsinn. Und dass das Schwachsinn war, das lässt sich jetzt belegen. Denn der wahre Grund, warum Bulletopia demonetarisiert wurde, ist jetzt öffentlich bekannt. Aber selbst. Jetzt kommt die Antwort. Was habt ihr entschieden? Hate Speech, Fake News ist, was unsere Community hier entschieden hat. So sieht das aus. Hate Speech, Fake News 44%, Massenmeldungen 31%, Twitch schuld 17%, Erwin selber schuld 5% und DAC7 3%. Also jetzt glaubt niemand mehr an diese DAC7-Geschichte. Okay, spannend. Und jetzt zeige ich euch, was Twitch mir gestern wirklich geschickt hat. Das ist die Originalnachricht. Die Originalnachricht bedeutet, deine Partnership wurde geschlossen, weil du gegen das Harmful Misinformation Actors Ding verstoßen hast. Also ich habe irgendwo irgendetwas gesagt, was eine Missinformation ist. Irgendwas habe ich gesagt laut Twitch, was absolut nicht in Ordnung ist. Irgendwas habe ich behauptet, was nicht stimmt. Könnte sein, dass ich behauptet habe, dass ein Klassenkampf von oben gegen uns herrscht. Kann sein, dass ich behauptet habe, dass während Corona Leute enteignet wurden. Kann sein, dass ich behauptet habe, dass es Lobbyismus gibt. Kann sein, weiß ich nicht, was diese Miss Ihr habt's gehört, Twitch hat Erwin gesperrt, weil er sich politisch abweichend geäußert hat. Desinformation, das ist ein anderes Wort. Er hat irgendwas gesagt, was der Regierung nicht passt, was gegen das Aktivismus geht. Und das ist passiert, nachdem die Wokisten eine monatelange, eine jahrelange Hetzkampagne gegen Proletopia gestartet haben, mit dem Ziel, ihn zu demonetarisieren. Und so Leute wie Karl, wie Neidland, die wussten auch sofort, nachdem Erwin demonetarisiert wurde, dass Erwin selber schuld sei. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber hört selbst, was Erwin hier jetzt noch zu sagen hat. Missinformation ist, jetzt wissen wir es noch immer nicht, was die eigentliche Missinformation ist. Genau, ich habe wahrscheinlich gesagt, es ist 23:15 Uhr, aber es war schon 23:16 Uhr. Solche Sachen können passiert sein. Ich weiß es nicht. Tatsache ist aber, genau das Vielleicht hast war. du zu Wahlbetrug aufgerufen. Oh wait. Vielleicht habe ich zu Wahlbetrug aufgerufen, richtig. Ja, vielleicht habe ich einfach Leute vollgeschissene Menschenhaut genannt. Vielleicht habe ich einfach Menschen Sif, Dreck und ähnliches bezeichnet. Komischerweise habe ich genau das nicht getan. Ja? Und hier sehen wir, dass die Antwort ganz klar politisch motiviert ist. Also das, was ich von Anfang an behauptet habe. Contrary to popular belief habe ich nie gesagt, dass Karl daran schuld ist, sondern dass diese Leute wahrscheinlich womöglich was damit zu tun haben. Und vielleicht haben sie das auch. Natürlich haben sie das. Die Wokisten haben eine jahrelange Hetzkampagne gegen Erwin gefahren, nachdem er gesagt hatte, dass er für Frieden in der Ukraine ist. Denn das macht einen ja zu einem ganz bösen russischen Propagandisten. Ja, seitdem haben sie versucht, ihn zu deplattformen oder zumindest zu demonetarisieren. Und erst mit der Demonetarisierung, das haben sie jetzt, wie ihr hier gesehen habt, hinbekommen. Also das ist ziemlich eindeutig, was hier passiert ist. Und man müsste sich wirklich blöd stellen, um das zu leugnen. Vielleicht sitzt ja jemand bei Twitch, der einfach beeinflusst wurde von solchem Gerede, das da auf Twitch passiert, und hat sich gedacht, ich werde jetzt mal ein bisschen eingreifen. Du hast behauptet, deine Steuer bezahlt zu haben. Erwin, zahle endlich deine Steuern. Das ist Kackhaft. linke Basisarbeit. Das ist linke Basisarbeit. Ich habe meine Steuern gezahlt und ich werde weiterhin meine Steuern zahlen, weil ich einfach kein Verbrecher bin. Ja? Und Steuern entkommt man sowieso nicht. Harmfully true information. Ich glaube eher, dass es das war. Ich fand den Tweet super. Als kapitalistisches Unternehmen können wir leider keine echte linke Kapitalismuskritik akzeptieren. Nur die Fake-Kapitalismuskritik von den Fake-Linken. Sorry, aber ihr Arbeiter werdet immer gefickt. Mit freundlichen Peitschenhieben euer totalitäres System. Ja. Ja, genau das ist passiert. Auf Twitch, YouTube und Co. herrscht ein politisches Willkürregiment und Kanäle, die sich kritisch äußern, die werden gesperrt. Das gilt vor allem für Kanäle, die dem Narrativ widersprechen. Und ich glaube, das war auch Erwins Verbrechen. Er hat sich ja zuletzt auch mit der Woke Bubble angelegt gehabt. Er hat so schlimme Sachen behauptet, wie es gäbe nur zwei Geschlechter. Oder zumindest hat er Leute verteidigt, die das gesagt haben. Und das reicht ja schon, um von den Wokisten als transfeindlich oder was weiß ich nicht noch für einen Unsinn geframed zu werden. Also wie gesagt, auf YouTube und Twitch herrscht ein politisches Willkürregiment und wir sollten uns unabhängiger von diesen Plattformen machen. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich auf Rumble und Odyssey bin.
und dort eben nicht gesperrt werde. Deswegen folgt mir bitte nicht nur auf Twitch und YouTube, sondern auch noch auf Rumble und auf Odyssee. Das ist ein Hinweis, den haue ich immer raus. Die Dinger sind auch in der Beschreibung verlinkt, beziehungsweise in meiner YouTube, sowohl in der Kanalbeschreibung als auch in der Videobeschreibung, aber es ja macht eh keiner. Am Ende muss man auf den großen Plattformen aktiv sein, wenn man eine gewisse Reichweite haben will. Es ist leider so. Also ich weiß nicht, inwieweit Proletopia noch auf alternativen Kanälen aktiv ist, aber es wäre ihm auf jeden Fall zu raten, damit YouTube ihn nicht über Nacht komplett canceln kann oder Twitch. Satire, ich finde das Twitch natürlich großartig, das würde ich niemals sagen, sie sind großartig, alles super. Beste Freunde, danke für die Antwort endlich, wirklich toll, großartig, das ist natürlich alles Satire, aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, es macht einen als Content Creator, der einfach monetarisiert ist, der Partner ist, der mehr als das Partner Plus ist, dass einfach irgendwer herkommen kann und einfach sagen kann, mir gefällt nicht, was du sagst, du verlierst jetzt einfach alle deine Einnahmen. Einfach so, weil ich mag's nicht, was du redest. Oder ich mag dich einfach nicht. Ja, es ist Zensur im Endeffekt. Also im Endeffekt ist es einfach Zensur. Das ist, was es ist. Und dann gibt es aber diese anderen Leute, die zu Wahlbetrug aufrufen, die zu Gewalt aufrufen. Es gibt Leute, die anderen den Tod wünschen. Ja, damit meint er Dekadent. Dekadent hat nämlich zu Wahlbetrug aufgerufen, tatsächlich auf Twitch. Und ratet mal, welche Konsequenzen das hatte. Überhaupt keine. Die Wokisten dürfen auf Twitch alles. Weil sie eben im Großen und Ganzen auf der Seite des Kapitals stehen. Und das Kapital natürlich will, dass sie ihre pseudolinken Botschaften weiter verbreiten und ihre totalitäre Ideologie an ein junges Publikum verfüttern können. Es gibt andere Leute, die sagen, dass sie Leuten beim Selbstmord assistieren werden und diese Leute können sich weiter monetarisieren, die können weiterreden und so weiter und so fort. Und das ist wichtig zu verstehen, wie es mit diesen Plattformen ist. So, wenn man sagt, ja, da herrscht freie Meinungsäußerung und da können wir uns zumindest ausdrücken. Nein, können wir nicht. Es liegt schon wieder in den Händen von irgendwelchen Leuten, die ja einfach den Mund stopfen und du einfach nicht das sagen kannst, was du willst. Das ist einfach, es herrscht keine Meinungsfreiheit auf diesen Plattformen. Dass keine Freiheit auf den Plattformen herrscht, ist eh klar, das haben wir alle gewusst. Aber so wie man sieht, wie irgendwelche Leute eingreifen können, ist einfach erschreckend. Vor allem, wenn es zum Beispiel so darum geht, dass es Kanäle wie meiner sind, wo ich wirklich, wirklich, wirklich niemandem irgendwas Böses jemals gewünscht habe. Sondern wo ich jedes Mal gesagt habe, wir brauchen Liebe, wir müssen einander die Hände reichen, wir müssen miteinander kommunizieren, wir müssen uns gegenseitig helfen, wir müssen kooperieren. Das ist, was ich jemals gesagt habe. Es gibt so absurde Kanäle, wo solche üblen Sachen geredet werden. Ja, gestern oder vorgestern eine Frau gesehen, die das N-Wort einfach so sagt. Wird die demonetarisiert? Nein. Nein, die sollte auch nicht demonetarisiert werden. Natürlich sollte man das sagen dürfen. Das wäre ja absurd, wenn Twitch das verbieten würde. Es ist einfach verrückt. Aber sobald du irgendwas aussprichst, was den Leuten gegen den Strich geht und sie mögen dich nicht, stellen sie sich dir in den Weg. Kontakt. Du sagst einfach, will dir keine Angst machen, aber das kann jederzeit wieder passieren. Natürlich, deswegen ist es auch wichtig, dass es auch eine Unterstützung gibt auf der Seite von Ko-fi, von PayPal, von diesen ganzen Seiten. Ja, das vor ist allem seine Videos muss man auf alternativen Plattformen wie Odyssee, wie Rumble auch noch hochladen und nicht nur auf Twitch. Wichtig. Einfach so eine Geschichte gibt, die das ausbalanciert, ja, und dass man nicht einfach nur auf eine Quelle angewiesen ist. Ich halte das für wichtig. Viele wollen nicht über diesen Weg gehen, weil es ihnen nicht anonym genug ist vielleicht, oder ich weiß es auch, aber irgendwann wird es auch Zeit, gerade für die Linken ein bisschen zu erklären, oder zu erkennen, dass unsere Meinung nicht gern gesehen ist. Es sind nicht nur die Rechten, deren Meinung beschränkt wird. Es sind auch linke Meinungen, die beschränkt werden. Es sind Meinungen, die Konzernen und irgendwelchen Ideologen dort zuwiderlaufen scheinbar. Das ist einfach das Problem. Und das muss man endlich anerkennen und verstehen. So einfach sieht's aus. Systemkritik wird vom System bekämpft, ja, genau. Und als Linker sich dann hinzustellen und wie Shurioka und zu sagen, Steuern zahlen ist linke Basisarbeit, Bro, echt jetzt? Werdet endlich kritisch gegenüber dem System, das ihr unterstützt offensichtlich. Ja? Und wenn jemand anderer vom System zum Schweigen gebracht wird, feiert ihr das. Und ihr geht da raus und
fühlt euch wohl und denkt, auf der richtigen Seite zu sein und denkt euch, ja, endlich haben Konzerne durchgegriffen. Ich weiß nicht. Sollte man sich einfach überlegen, ja, was man einfach tut. An der Stelle sollte man sich einfach mal ein bisschen überlegen, an welcher Seite man steht und was einen eigentlich zu einem Linken macht. Ja. Ich trage mit Stolz das Wort gecancelt auf meiner Brust und jetzt hat es auch eine Bedeutung. Ja, jetzt hat es eine konkrete, sichtbare Bedeutung. Wir haben es erlebt. Sehr gut. Und ich glaube nicht, dass Twitch das Problem ist, sondern wahrscheinlich ist irgendwer da drin, der sich irgendwie gedacht hat, ich mache das. Auf die Frage, was ich jetzt mache diesbezüglich, kann ich dir sagen, ich werde das mit der Produktion jetzt besprechen und wir werden natürlich selbstverständlich bei der nächsten Förderung Geld mit einberechnen, dass wir einen Rechtsstreit gegen Twitch führen und dass sie hier ganz genau begründen, was sie hier abgezogen haben. Also ich möchte diesen Kampf gegen Twitch, das kann ich mir nicht leisten, das aus eigener Tasche zu zahlen, aber da das Ganze zum Film gehört und da das Ganze zur Story gehört, tja, wird man eine Förderung beantragen und dann dieses Geld von der Förderung dafür nehmen und um herauszufinden, was Twitch eigentlich zu melden hat an der Stelle. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Also da kann man rechnen, dass das erst in einem halben Jahr losgeht oder so. In diesem Sinne wünsche ich Erwin viel Spaß viel Glück bei seinem Rechtsstreit. Spaß wird er dabei nicht haben, aber ich hoffe natürlich, dass er Erfolg hat. Ja. Das ist wirklich schlimm, dass kritische Kanäle gesperrt werden und man kommt vor Gerichten tatsächlich nicht immer durch. Deswegen muss man sich von den großen Plattformen unabhängig machen. Wie gesagt, ich bin noch auf Odyssey, auf Rumble und auf Kick. Folgt mir dort gerne auch. Wie gesagt, die Links sind wie immer in der Kanal- und der Videobeschreibung, auch wenn die meisten Leute das, wie gesagt, ignorieren. Ich meine, für die bin ich dann einfach weg, wenn ich hier gelöscht werde. Aber ist halt so. Wenn wir uns davon nicht unabhängig machen, dann werden kritische Kanäle nie größer. X ist auch okay, aber auf X ist niemand. Twitter ist auch nicht gemacht für Videos. Das ist das Problem. Naja, aber in diesem Sinne, wie gesagt, Proletopia wurde von den Wokisten gecancelt. Jetzt wissen wir es, er wurde gesperrt, weil er sich politisch unliebsam geäußert hat. Und solche verrückten demokratiefeindlichen Akteure wie Shuyoka, die greifen ihn immer noch aggressiv an. Aber dazu vielleicht mehr in einem neuen Video.